Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossroad-Spaß. Wir müssen ganz kurz den Markt checken. Ich habe schon wieder angefangen, Bohrer zu verkaufen. Oder besser gesagt, erstmal zu kaufen. Bikrams wollte ich auch noch ein paar kaufen, aber durch diese Fusung sind die schon wieder extrem teuer geworden. Ihr seht hier, meinen letzten Kaufpreis waren 1600. Heute Mittag waren die bei 1,5 hier. Habe ich nochmal ein Angebot aufgegeben und jetzt sind sie schon fast bei 1800. Jetzt könnten wir sie einfach hier direkt kaufen, wenn man sie jetzt braucht. Ich hätte schon ganz gern noch zwei, die ich dann fusen kann. Aber irgendwie ist es mir gerade nicht das Geld wert. Ich will doch sparen. Ich habe ja 6 gefuste und 2 ungefuste und aktuell habe ich sowieso nur 6 Beinbuilds. Ja, muss mal gucken, ey. Das Problem an den Bikrams ist halt auch, guck mal, die sind alle unterschiedlich gefused, weil ich die auch bei so einem Fuse-Event, wie wir jetzt haben, gemacht haben. Die hier sind gut. Oh, ich habe sogar 3 Stück, die auf Gewicht. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, die müssen eigentlich hier unten, das Gewicht muss runter. Die Haltbarkeit ist eh ziemlich stark mit 600. Klar, 660 ist ein bisschen besser. Aber Gewicht runter ist doch stabiler, weil die einfach so viel wiegen. Ihr seht sie, die wiegen 700. Und dann wiegen die nur noch 583. Also da spart mir fast 120 Kilo pro Bein ein. Ja, und das sind bei 6 Beinen ja doch schon ordentlich was. Also das sind 600, 720 etwa. Minus die 6x3, 700. Also ich spare praktisch ein Bein komplett ein, wenn die alle so gefused werden. Das wäre natürlich perfekt. Aber irgendwie will ich gerade nicht so viel Kohle ausgeben dafür. Sind die wieder teurer geworden? Naja, ich habe sie für 410 gekauft. Können sie jetzt für 500 verscherbeln? Ich glaube, das mache ich auch. 40 gewinnen. Ja, gut, sind doch fast 10%. Ja, komm, da verscherbeln wir die. Das würde genau für ein Bikram reichen. Ja, ich brauche die Ketten gerade nicht. Die sind zwar geil, aber ich brauche sie im Moment nicht. Und deshalb verscherbel ich sie lieber und kaufe sie mir dann wieder. Oh, ich habe direkt welche verkauft. Krass. Irgendjemand will die Scheiße. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich die fusen soll, aber irgendwie. Weiß nicht. Mir gefallen die Boni nicht so richtig. 10% Haltbarkeit, ja gut. Gewichtsminus, was wiegen die eigentlich? Ja gut, Gewichtsminus wäre immer gut, damit man halt mehr Panzerung an Bild hämmern kann. Ja, muss man mal gucken, was kosten die eigentlich jetzt? Ja, von denen kann ich auch mal 3 verkaufen. Ich brauche nur 4. Ach, ich kann halt mehr. Ich habe schon zu viele Angebote laufen. Okay. Dann scheiß mal drauf. Das Ding hätte ich auch gern noch gefused. Was kostet denn das gerade? Ah, ist auch auf 1000 gestiegen. Ja, hätte ich es mal eher gewusst mit dem Fuse-Event. Das kam irgendwie so ganz plötzlich. Aber ich habe schon Angst, dass sie jetzt sagen, das geht ja bis zum 8. Also bis heute noch. Oh, kann sein, dass das auch die Freitagsfolge jetzt ist. Ne, die heute ist ja freitags, glaube ich. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich die andere Folge schon aufgenommen habe, weil ich ein paar mehr aufgenommen habe. Also könnte sein, dass das Fuse-Event dann schon vorbei ist, wenn ich hier euch zeige, was ich fusen will. Aber eine Sache fusen wir auf jeden Fall und das ist das Munitionspaket. Ich habe ja schon ein gefustes, leider nur mit ein bisschen falscher Fusung. Aber bevor ich nochmal eine falsche kriege, machen wir einfach das hier. Wir machen das jetzt einfach und hoffen drauf, dass das endlich das erwünschte Ergebnis gibt, dass ich da mehr Munition, dass ich hier diese Moduleffizienz reinkriege. Ich hoffe, ich hoffe. Es war teuer. Ich habe es allerdings gebaut, also war es ein bisschen billiger. Habe ich so 1000 ungefähr bezahlt. Okay. Komm schon, Moduleffizienz, komm schon. Nein! So ein Dreck. Das hat wieder Haltbarkeit und Explosionskraft. Scheiße. Explosionsschaden. Ist sogar genau dasselbe. Das hat ja das andere auch gehabt. Mist, ey. Ach nee, Explosionsschaden minus. Das andere hatte, glaube ich, Explosionsradius oder so. Dreck. Okay, also müssen wir es nochmal fusen, weil ich will eigentlich aus diesem Event wenigstens mit einem perfekten Gerät rausgehen. Gucken wir kurz, wo ist das andere dran? Ich weiß gerade nicht, wo ich es verbaut habe.
Ich nehme mal kurz das Auto. Ich habe keine Lust zu suchen. Ich bin jetzt faul. So, dann haben wir einmal hier. Ja, genau. Explosionsradius hat das. Resistenz gegen alle Schäden. Und das hat halt 10% mehr Haltbarkeit. Und Explosionsschaden. Ich würde fast sagen, Resistenz gegen alle Schäden ist besser. Aber wenn unten so Feuer ist oder so, bei 10% Leben, das kommt wahrscheinlich aufs selbe raus. Ja. Das kann man nicht, gell? Oh yeah, ich habe eine Gleiskette verkauft, stabil. Tragisch, jetzt habe ich hier den Motor gefused, der war auch schon nicht so der Bringer. Da wäre mir Gewicht unten auch lieber gewesen und oben wäre mir Leistung eigentlich lieber gewesen als Maximalgeschwindigkeit. Das Einzige, was ist, wenn ich mir einen Hover baue, wäre die Maximalgeschwindigkeit vielleicht nicht schlecht. Aber auch da wäre die Leistung eigentlich besser, damit es einfach mehr Beschleunigung hat. Naja, was soll's, kann man nicht ändern. Ich bereite gerade schon das nächste vor. Oh Gott, das wird teuer. Allerdings brauche ich diese Dinger hier. Cobra habe ich noch. Ich versuche gerade hier so eins zu kaufen, aber ich sehe, ich bin schon wieder überboten worden. Ich glaube, mein Angebot ist 133. Ach, 131 sogar nur. Gut. Kann ich direkt 34 machen. Kaufen wir gleich zwei. Ich brauche eh zwei. Ja, was soll's. Was soll's? Okay, Tagesaufgabe im Geschütz noch. Gut, wir müssen noch eine Runde mit dem Geschütz gewinnen. Nehmen wir ein Geschützauto. Ich fahre gerade ganz gern mit dem hier. Holen wir uns ein bisschen Schrott. Batterien muss ich zwar auch noch machen, aber das mache ich lieber morgen mit ein paar Leuten. Da habe ich jetzt allein ist irgendwie... Generell allein in der hohen PS-Klasse ist es schwierig, wobei ich eben ein Vierer-Team auf meiner Seite hat und wir haben trotzdem verloren. Die Gegner haben uns gepeinigt. Ich bin mal gespannt, ob ich den einen anderen Typ wieder treffe. Nameless irgendwas hieß der. Wir haben uns nämlich zweimal hintereinander, haben wir uns so gegenüber gestanden. So eher so hier, wo das Auto steht und ich so hier und dann haben wir uns einfach hier so bekämpft. Der hat nämlich auch zwei Mammuts drauf gehabt, das war ganz witzig. Ich konnte einen Ticken schneller schießen, aber in beiden Duellen saß, also im ersten Duell, gut, das saß nicht so gut aus für mich, da war mein Auto nur noch halb, aber im zweiten Duell saß echt gut aus, da hat er schon angefangen zu brennen langsam und auf einmal kamen die Leute von der Seite und ich wurde von vier Stück niedergemacht. Beim ersten Mal war es genauso, da war zwar mein Auto ein bisschen mehr halbiert als seins, aber da war ich dann auch auf einmal der Letzte und ja, dann gingen sie halt alle auf mich. Die haben uns unser Duell nicht beenden lassen. Ich bin nämlich extra so stehen geblieben und habe hier den Mann-gegen-Mann-Kampf gemacht. Und wollte einfach mal gucken, ob ich gegen ein anderes Mammut-Auto bestehe. Er hat mir gut draufgezimmert. Er hatte so ein etwas Größeres. Ich weiß gar nicht, was er hat. Er eine Icebox gehabt? Er hatte irgendwas Größeres als Kabine auf jeden Fall. Okay, 7 FFP. Zartan. Yellow Snowboard und der Flow Flow. Wir sind wild zusammengewürfelt. Naja gut, mal sehen, ob es läuft. PS-mäßig sind wir eigentlich stärker, wenn ich mir das so angucke. Aber es hat nicht unbedingt was zu heißen. Vielleicht haben die schnelle Feuerbuilds oder so, die jetzt nur Draco haben mit einer lilanen Kabine, dann ist die PS-Zahl, glaube ich, nicht so hoch. Aber es macht trotzdem extrem Aua. Oh, der Bud Spencer, der hat mich schon ein paar Mal gekillt, der im Gegnerteam war. Der hat eigentlich immer nur einen Kollegen dabei gehabt. Er ist auch gerade allein. Ach doch, wir haben da zwei von 10x. Wir mal sehen. Matthias, ich fahre mal mit Bud Spencer mit. Ich gehe stark davon aus, dass der Showdown hier oben direkt wieder stattfindet. Das ist eigentlich immer so in der... Oh, gehen die etwa alle einnehmen? Das ist natürlich auch krass. Das ist selten. Normalerweise ist hier immer der große Showdown. Los, Bud. Ich habe mich schon gewundert, warum der Matthias noch lebt. Mal sehen, mal sehen. Na, nee, ist keine Hupe drin.
Matti. Ich überlege, ob ich hier vom Hügel bis hier reinbolzen soll. Ach nee, komm, wir fahren direkt hin. Matthias ist auch schon da. Ich hoffe, die anderen kommen auch. Ich kann da jetzt nicht alleine reinfahren. Das wäre absoluter Selbstmord. Mist, meine Waffen waren noch nicht richtig ausgerichtet. Das war ein guter Treffer. Ich hänge. Wir müssen aber rein. Jetzt verlieren wir... Ach, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe es echt noch geschafft. Aber meine Kollegen lassen mich hier voll im Stich. Kriege ich den noch mitgenommen? Ah, nee, ich habe ihn nicht mehr mitgenommen gekriegt. Aber wenn die alle da auf dem Hügel, was... Ah, einer ist reingefahren. Ach, und der liegt da. Scheiße. Mist, ey. Das war eine tragische Runde. Aber es gab wenigstens ein bisschen Schrott. Oh, ich war sogar Erster. Stabil. Beste Mann. Ja, da seht ihr es, die PS-Zahl hat nicht unbedingt was auszusagen. Wenn das Team intelligent spielt, dann ist es mies. So geht er hin, mein letzter Sieg. Ah, den hole ich mir noch. Das schaffe ich noch. Ich werde schon eine Runde gewinnen. Ritterchaos habe ich heute auch schon gemacht. Es lief ganz gut. Ich habe mehrere Runden gewonnen. Ihr seht es, ich bin in der Stahlliga. Ordentlich Punkte gemacht. Die eine Runde war auch cool. Ich habe zwar verloren, aber ich habe trotzdem 11 Punkte gekriegt. Also habe ich Plus gemacht. Ich muss halt mittlerweile einen 10er bezahlen jetzt. Also hier in der Stahlliga muss man jetzt 10 bezahlen. Bronze wird dann wahrscheinlich sogar 12 sein. Ich hoffe, man kriegt dann auch mehr Punkte. Ich habe mich eigentlich gefreut, weil manchmal verliert man und hat nur 5 Punkte oder so. Ich spiele in letzter Zeit ja immer mit Incinerator. Weil mir ist aufgefallen, es ist gut, wenn man einen Incinerator im Team hat. Und ich komme auch langsam damit klar und es macht richtig Bock. Aber dann habe ich auch mal zwischendurch, da hatte man dann 3 Incinerator in unserem Team, da habe ich mal das Kanonenauto genommen. Und das Kanonenauto ist halt da auch voll gut. Also die Kanone, die ist halt sehr langsam und kann sich nicht gut drehen. Aber man kann die Leute teilweise one-shotten. Dafür ist die Kanone halt echt gut, weil ich habe da direkt 3-4 Kills gemacht, als ich mit Kanone gefahren bin. Ah, das war auch die seltsame Runde, wo ich dann am Ende irgendwie nur 5 Punkte, also 5 Wertungspunkte bekommen habe, wo wir verloren haben. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil am Anfang habe ich sie alle angebrannt mit Incinerator. Als wir dann fast nur noch Incinerator hatten, habe ich gedacht, komm, nimmst du auch mal die Kanone, probierst mal ein bisschen. Und habe eigentlich gut Kills gemacht, aber ich verstehe das Punktesystem eh noch nicht so ganz da. Manchmal habe ich nur 1000 Punkte und der Erste hat 27 Punkte und der Erste bekommt 24 Wertungspunkte und ich bekomme trotzdem 22, obwohl ich nur 1000 so Spielpunkte habe halt. Ich weiß nicht genau, ob das irgendwie anders gerechnet wird, wenn man jetzt viel einnimmt oder so. Ich meine, ich nehme meistens viel ein. Ich kapiere es nicht so ganz, also... Die Bewertung ist mir noch ein bisschen schleierhaft, aber ich bin immer froh, wenn man gewinnt, weil dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall Plus mache. Aber ich hätte schon ganz gern da wenigstens diese Schutzbleche in der Silberliga. Und wenn man es bis Gold schafft, also bis 1000 Punkte, kriegt man ja noch so eine Ritterkiste. Ja, die JDA-Boys, warum zocken die nicht zusammen? Ach so, die spielen ganz andere Klassen. Er spielt eigentlich unter 9 und er ist ja deutlich drüber, deshalb wahrscheinlich. Okay, jetzt habe ich das Team mit der niedrigeren PS-Zahl. Mal gucken, ob wir eine Chance haben. Ja, wir nehmen erstmal ein, damit ich wenigstens Schrott kriege, falls irgendwas schief geht. Ja, manchmal hat man Pech und wird einfach so geholt von so einem Flammentyp oder so. Wird zerlegt und kann dann gar keine Punkte machen. Das ist schade. Och, Mist. Ist eingesammelt mit seinem Riesenauto. Nein, jetzt habe ich mir auch noch selber Schaden gemacht. Oh Gott, ey. So ein Scheiß. Ah, sorry. Ich bin auch sorry. War ein bisschen blöder Schuss. Passiert, passiert. Oh, jetzt bin ich raus, kurz bevor wir eingenommen haben. Tragisch, ey. Weiß ich gar nicht, ob ich Punkte kriege, aber den da schieße ich auf jeden Fall an jetzt.
Das ist der Incinerator, den ich in der letzten Runde fast gekillt habe. Den kriege ich jetzt. Oh, das ist er gar nicht. Das ist ein anderer. Aber sein Generator ist frei. Nein, ich bin hier voll in... Nein, ich habe hier voll in die Mangel genommen. Ich renne, aber ich habe hinten noch Panzerung. Jo. Ah, Drecksbord, ey. Na, das war nicht so geil von mir. War ein bisschen schäbig. Ja, aber ich habe alles gegeben. Mein Leben. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. 3 Mann gegen 5. Mein Abigail ist ziemlich am... Ah, seine Drohnen sind runter. Scheiße, der ist auch raus. Sehen die anderen so aus? Der haut ganz schön rein mit seinem Walz, aber das andere Ding knabbert ihn nieder. Knabbert ihm schön die Düsen ab. Hat schon nur noch eine der Arme. Ah, was macht unser letzter Mann? Ah, die haben einen genommen. Krass, am Anfang sah es echt so aus, als nehmen wir direkt ein. Naja, was soll's. Ich habe ein bisschen Schrott gekriegt. Ich trinke mal ein Schlückchen. Ach, feinstes kühles Wasser. Schade. Ich muss hustlen, damit ich entweder genug... Ah, jetzt kann ich was bauen. Also damit ich entweder genug Schrott habe, um mir die Dinger selber zu bauen, oder ich muss sie halt kaufen. Ich glaube, ich brauche so einen Charge, oder? Ja. Ach, diese Fuse-Events, die sind einfach immer ein teurer Spaß. Hat zwar ganz gut Geld gemacht, aber das geht jetzt alles wieder drauf. Ich am Fusen bin. Ich versuche schon die ganze Zeit eine Echo-Kabine zu kaufen, um meine Echo-Kabine auch noch zu fusen. Vielleicht habe ich ja bei der Glück, dass die da Gewicht runtergeht und Maximalgewicht hoch, das wäre mega. Also auf jeden Fall Maximalgewicht hoch wäre gut. Aber eigentlich brauche ich auch, dass das Gewicht nach unten geht. Also das Kabinengewicht. Damit ich mir eine richtige... Damit ich halt richtig panzern kann. Das sind so die paar Punkte, die halt fehlen da. Da ich halt nur so eine abgespeckte Version aktuell habe vom Spinnchen. Und ich brauche was richtig Dickes. Weil ich echt am Überlegen bin, wenn mir wieder genug Leute sind, ob ich das Auto hier nicht vielleicht im CW nehme. Es schießt halt übelst schnell. Es hält zwar nicht so viel aus, aber es ist halt auch groß und flach und ist halt auch sehr gut zu treffen. Aber vorhin habe ich gegen Scorpions gespielt. Die haben meine Waffen zumindest nicht runtergekriegt. Allerdings glaube ich aber, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass ein Skorpion wahrscheinlich nicht auf Mammuts schießt, weil Mammuts halten halt recht viel aus. Der versucht wahrscheinlich direkt meine Kabine zu treffen, was auch nicht so schwer ist. Und wenn er die Mammuts mit durchschießt, ist es wahrscheinlich auch okay für ihn. So. Jetzt habe ich wieder den ganzen Clan auf meiner Seite. Oder zumindest fast ein Dreier-Team. Das könnte was werden, aber hier sehe ich schon wieder. Hier ist auf jeden Fall ein Skorpion und der... Oh, der Pork halt. Und der hat auch Pork oder Skorpion. Oh, der ganz eklig, wenn er mit 3 Punishern kommt. Ich weiß noch nicht, ob das ein Spaß wird. Oder ob es eher Hass wird. Ich muss auf jeden Fall bei den Brüdern bleiben. Oh, wir haben einen Scorpion-Bot. Frankie, zeig's ihnen. Ach, und wie er fährt. Oh, ich schon sehe. Ich kacke mal schnell eine Mine hin. Okay, die haben einen Mandrake-Bot. Oder jemanden mit einer Mandrake. Ich muss ja noch was auf meinem Controller umstellen. Ich kann erzielen gerade. Oh oh. Jetzt bin ich halt auch so flach. Jetzt kann ich hier gar nicht drüber schießen. Ne? Da ist die Abigail. Die hat 2 Typhoon drauf. Okay,
Okay, unsere Bots sind tot. Frankie hat es leider nicht gerissen. Oh, hier wird auch mies gekämpft. Kommt einer durch? Jo, das waren gute Treffer. Oh, der hat echt drei Punisher drauf. Übel. Aber ich habe meinen verpasst. Ja, sorry, Alter. Wo ist er denn mit seinem Ratatat? Ach, da ist er. Oh, der ist aufgeheizt. Ah, schade, die haben nur einer getroffen. Hä? Wieso wird wieder nur einer getroffen? Nein, und jetzt hat gar keiner getroffen. So ein Scheiße, ich muss in der Mitte helfen. Kacke, hier ist schon wieder einer geplatzt. Was mache ich denn? Ich treffe mir nur mit einem. Ich fress meine Minen. Oh, das war aber schön von ihm, ey. Kacke, ein paar Minen ins Gesicht. Nein. Ja, obwohl. Stirb. Stirb doch endlich. Oh doch. Er sieht gut aus. Er sieht gut aus. Und er ist hier in unserer Base. Komm, den holen wir uns. Ich sehe schon stark mitgenommen aus. Oh, da ist er schon geplatzt. Jawohl. Sehr gut, das war nochmal ein Kanonensieg. Ja, gegen doch. War doch okay. Jo, dann haben wir es geschafft. War eine schöne Runde eigentlich. Ein bisschen zäh war es, aber irgendwie war es lustig, wie ich ihn da doch so geflippt habe. Und ich habe auch jetzt hier im Trainingsbereich festgestellt, dass ich vielleicht einfach mal jemanden rammen soll zur Frontal, weil, guck mal, ich zeig mal den Rammschaden. Der war eigentlich ziemlich stark von dem Auto. Guck mal da, ein Tausender. Einfach nur mit Rammen. Das ist schon eine Menge. Ich glaube, ich sollte mehr Leute rammen. Das Problem ist halt, wenn ich ihn gerammt habe und bin direkt dran, mache ich mir selber auch Schaden. Könnt mal gucken, wie viel Rammschaden ich hier so mache. Nee, ich habe mir keinen Schaden gemacht. Das waren jetzt nur 360. Ich muss mal richtig reinrammen. Das soll sie Anlauf nehmen. Diese Punkte-Dinger da, die sind ja schön und gut, aber mal sehen, was es hier so wirklich gibt. Ja, 500 und mir nur 32. Schießt halt nur eine, gell, wenn ich ihn so ramme. Ja. Das ist doch ganz schön. So macht's Spaß. Ich mag das Auto auf jeden Fall ziemlich gern. Habe ich endlich eine Echo gekauft? Nein. Verdammt. Aber ich bin gerade der Teuerste. Jetzt überlege ich stark, ob ich hier eine kaufen soll. Oh, wisst ihr was? Ich mach's jetzt einfach. Draufgeschissen. Ich kaufe mir jetzt eine Echo und fuse die. Und wenn ich Dreck kriege, dann beiß ich mir den Arsch. Gib mir. So. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist er? Echo. Aufwerten. Oh, so, Leute, drückt mir die Daumen. Ich weiß, wenn ihr das seht, ist es schon passiert und ich habe schon geweint, aber ich mache jetzt einfach die Augen zu. Ich mache jetzt die Augen zu und drücke auf 3. Wie lange dauert denn das jetzt eigentlich? Ich habe immer noch die Augen zu. Ich hoffe, weiß man, sieht man schon das Ergebnis? Seht ihr es schon? Wenn ihr es schon seht, schreibt jetzt drunter. Ich mache jetzt in 3 Sekunden die Augen auf. 3, 2, 1. Ja! Ich habe Maximalgewicht bekommen. Scheiße, ja. Geil.
Das ist ein bisschen schade, dass ich das Gewicht nicht bekommen habe hier. Aber das ist nicht so schlimm. Haltbarkeit ist auch geil. Jawohl. Ich glaube, ich muss immer die Augen zumachen jetzt. Selbstzerstörungsexplosionsradius plus 10. Ja. Krass. Jawohl. Was wären eigentlich noch die anderen Möglichkeiten gewesen? Beständigkeit. Ach so, ja, bei Beständigkeit Gewicht minus 17. Das wäre noch stabil gewesen. Leistung. Okay, bei Leistung ist eigentlich mir ziemlich egal, was es da gibt. Handhabung. Handhabung wollte ich auf jeden Fall Maximalgewicht. Das war das Leistung 20% super, aber nee, Maximalgewicht ist es, was mir gefehlt hat. Und ich einfach mehr dran packen kann. Geil. Das hat geklappt, wenn wir jetzt noch das Gewichtsminus hinkriegen könnten. Das ist bei Beständigkeit, gell? Warum ist das eigentlich Beständigkeit? Das müsste hier sein. Wenn hier bei Leistung Gewicht dabei wäre, das wäre viel besser. Weil dann könnte ich Haltbarkeit und, boah, dann wäre sie halt mega krass. Aber das ist schon mal sehr, sehr gut. 10% Maximalgewicht, 1800 Kilo mehr, das ist eine Menge. Selbstzerstörungsradius. Hier können wir dann auf jeden Fall so ein Ding schon mal. Ist es dann drin, wenn ich das reinsetze? Ach nee, das war auch Quatsch, da oben das hinzusetzen. Hier muss es hin. Gut, ich habe hier genug von den Dingen. Also eventuell versuche ich es nochmal. Aber es könnte stark sein, dass ich nur Geld verschwende. Andererseits muss man die Erfahrung doch auch mal gemacht haben, oder? Es haben mir schon einige geschrieben, dass sie da Geld verballert haben. Und auch Leute, mit denen ich gezockt habe, die haben gesagt, oh Mann, ich habe so oft gefused, bis ich das Perfekte raus hatte. Es gibt halt auch dieses, es gab halt auch an Weihnachten mal dieses Spezial-Fuse-Event, gell, wo man genauso bestimmte Werte bekommen hat. Aber es kommt auch drauf an, nicht bei allen Sachen hat man die Ultra-Werte gekriegt. Beim Apollo zum Beispiel war es genial. Also mein Apollo habe ich während dem, der ist jetzt halt natürlich verbaut, gell. Beim Apollo habe ich bei dem Fuse-Event, kann ich mal zeigen, da gab es genau diese Werte hier. Gewicht. Ja, das reicht eigentlich schon. Gewicht ist das Wichtige, gell? Alles andere ist mir eigentlich scheißegal gewesen, weil der Apollo auch so sauschwer ist. Was gibt's denn da eigentlich noch? Ja, Haltbarkeit ist Müll. Das hier unten ist Müll. Also eigentlich von den drei Dingen, man braucht halt Gewicht. Wenn man Gewicht hat, ist super. Haltbarkeit ist natürlich auch gut, aber der ist einfach so schwer, der Apollo, dass es viel besser ist, wenn man hier irgendwie... Gucken wir mal kurz, was er genau Parameter. Hä? Ich hab doch Parameter gedrückt. Ja, sieht man jetzt nicht, aber minus 17%, der hat auf jeden Fall irgendwas 1100. Ah, jetzt gucken wir nach. Komm, was soll der Scheiß? Was soll das Gelaber? Das interessiert eh keinen, gell? Ich will jetzt wissen, was der Apollo so gewogen hat. Genau, 1152 und der war immer so schwer, dass es voll an die Grenzen kam. Und jetzt wiegt er natürlich nichts mehr. So, krass. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten, weil ihr mir die Daumen gedrückt habt, hat meine Fusion geklappt und ich habe jetzt Maximalgewicht und kann mir jetzt noch eine fettere Spinne bauen. Das ist sehr geil. Leider hat es beim Motor nicht geklappt, gell? Ja, ein paar Sachen brauche ich natürlich noch. Wenn ich das Gewichtsminus noch hätte, dann könnte ich natürlich noch wesentlich mehr dran packen. Aber da ist schon mal ein fetter Brocken raus, indem das jetzt auf Maximalgewicht gefused ist. Das ist schon sehr geil. So, und nach Polo machen wir wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und macht's gut.